2021. Viel zu viel ist passiert. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Der Schmerz, die Trauer, die Freude, das Gelächter sind nur ein kleinster Teil von dem, was wir erlebt haben, erleben durften, erleben konnten. Fangen wir also an, denn mit Januar es wie immer begann. Viele hatten Hoffnungen, sobald die Zahl sich änderte. Aber so naiv es war, so passend befanden wir uns in der gleichen Situation. Wir starteten unsere geschlossenen Türen unter Einschränkungen, die unsere Gefühle verführen. Es gab neue Möglichkeiten, neue Wetten, die uns schmunzelten und verketteten. Da kam auch schon Februar und nach einem guten Wechsel der Macht wurde uns gezeigt, wie gespalten manche Regionen schon sind. Dennoch Spaß zu haben mit Events, mit Freunden oder mit intensiven Ideen, die eine Woche füllen können, kann am Ende der Zeit verfliegen wie Wind. Der März, belastet vom letzten Mal, wo alles eskalierte, wurde wieder der, der es generierte. Leute konnten nicht einschätzen, was war zu viel, und machten einen Deal, bei dem jeder nur noch fiel. Spezielle Momente, festgehalten für Fame. Entwickler, wo bleibt das lang ersehnte Game? April, der vierte Monat. Schmerzhafte Erinnerung, denn es wurde nicht besser. Habe ich ausgeharren? Ja. Aber habe ich auch neue Dinge gefunden und diese intensiver, mit mehr Spaß, in diesen Traum investiert? So kann ich ohne Reue sagen, ja. Dazu die traurige Nachricht von technischen Problemen. Im falschen Moment, wie kann es anders sein? Und einer Woche mit surrendem, komplizierterem Ersatz, daran war nichts fein. Dann wären wir beim Mai, bei welchem, mit genauso viel Anspruch, gab es am ersten Tag einen mentalen Zusammenbruch. Ab da begann es sich zu drehen. Viele Auswege gäbe es zu sehen. Aber mit leeren Aussagen und wachsender Unsicherheit wollte ich nur ums Ende des Monats flehen. Einen Tag Zeit genommen habe ich mir, kurz vorm Anfang von dem hier, denn der Juni wäre er ein Gast, wäre er dir hilfreich und gleichzeitig eine große Last. Zu viel Panik habe ich mir gemacht, zu viel Sound, zu viel gedacht, zu viel erwartet, zu viel gewartet. Es hat sich, glücklicherweise, nicht rückwärts gestartet. Denn an diesem Tag hätte ich nicht gedacht, dass es mir besser gehen würde, nach dem gemacht. Dennoch, als ich mir eine Pause verdient habe, fühlte ich mich schlecht, wollte aufhören. Als mir ein Gedanke kam, den ich seit Jahren machen wollte, und entschied mich, unter nichts zu verlieren, zu einem neuen Spiel, welches mir Hoffnung und Kraft gab, diese Pause wertzuschätzen. Der nächste Monat, Juli, hatte ich echt gebraucht. Er war aufheiternd und erhellend. Neue Gesichter, neue gehypte Ziele, neue tolle Spiele, die die Leidenschaft und Willen, etwas durchzuziehen, hervorbrachten. Es war gut, so wie es war. Es lief. Es war entspannt. Mit dem Wissen, dass dies wahrscheinlich nicht bleiben würde. Aber wer würde sich denn von sowas herunterziehen lassen? Naja, der August kam ins Jahr. Und seit dem letzten Mal wissen wir alle, was dies aus meiner Sicht bedeuten könnte. Obwohl, lass die Vermutung, es kam noch schlimmer. Mit dem Gedanken, wie die letzten Monate waren und wie es wahrscheinlich dann mit offiziell wieder vollständig geöffneten Türen nicht besser laufen würde, stellte sich eine Mentalität ein, die mich bis jetzt, wenn auch teilweise, begleiten sollte. Denn die nächste Zeit, und ich zähle den sich nicht benehmen wollenden September dazu, wurde die Welt kalt, düster, doppelmoralisch. Ich wachte eines Morgens auf, mit gefühltem Blei am ganzen Körper, schaffte es aufzustehen und bemerkte Zeichen eines Moments, voller Angst, wo du denkst, du fühlst, irgendwas Schlimmes wird passieren. Du kannst nicht erzählen, was,
besonders wenn du es versuchst. Und als ich mich dann krank meldete, wurde es wieder gut. So war der Tag. Ich wachte auf, fühlte starken innerlichen Schmerz. Wenn er zu überwältigend war, blieb ich liegen. Dies war am einfachsten. Stand irgendwann viel zu spät auf, lenkte mich mit Content ab. Content, welcher war nicht meiner? Content, welcher war seiner? Ich suchte und bekam Termine beim Professionellen. Als ich wirklich kurz vorm Aufgeben war. Und zu hören bekam ich vieles. Zu tun bekam ich vieles. Zu sehen bekam ich vieles. Als dann der alte Freund Oktober wieder vorbeikam, fühlte ich mich unverändert. Aber versteht mich nicht falsch, ich habe Positivität versucht, dass es knallt. Zumindest das Ende war umgarend. Ein neuer Faktor am Gruselabend. Mit einem langen, geplanten Projekt den Traum weiterjagend. Im November wurde es besser. Es gab mehr Stress, aber dem machte ich einen leider langsamen und harten Prozess. Was in diesem Monat wichtiger war, neben den langsam wiederkommenden Ideen und den Gedanken an ein baldiges Ende diesen Jahres, waren die Momente von Menschen, welche haben viel zu viel Bares. Menschen, die als Künstler bezeichnet werden, aber in derselben Rolle Leid in diese Welt bringen. Reales Leid, welches man nicht rechtfertigt, durch Singen. Solche Menschen sind keine Künstler, sollten keine sein. Solche Leute sind nichts weiter als ein Klotz am Bein. Und nach all dem bleibt noch der Dezember, der schönste Monat im Jahr. Welcher nicht schön mit großen Terminen, aber umso schöner mit Freunden und Familie in Zeiten meiner Geburt und Zeiten der Weihnacht war. Dazu die Zeit mit Rennen und einem untertriebenen, kleinen freundlichen Feuer und du weißt, warum ich ein Brandstifter bin, kleiner Witz, und der Dezember das Beste vor allem in diesem Jahr war. Was soll ich abschließend sagen? Ich bin durch so vieles in diesem Jahr gegangen. Durch viele sehr gute und viele sehr schlechte Zeitpunkte, habe grob zusammengefasst, was mich beschäftigte, was mir noch einfiel. Und wahrscheinlich habe ich vieles vergessen, so überfüllt ist 2021 gewesen. Aber ich sage es trotzdem, Ereignisse, Movements, Tode, Aufopferungen, Schlüsselmomente und vor allem lustige und schöne Momente, sollten besonders nach so einem unbeschreiblich anstrengenden Jahr nicht verloren gehen. Ich habe mich hiermit dieses Jahr überraschend schwer getan, aber ich glaube, das, was am besten passt zu diesem Jahr. Natürlich gibt es schwere Zeiten, aber irgendwann kommen auch wieder bessere Zeiten. Und wenn es so ist, genieße es, denn nichts bleibt ewig. Ja, da wären wir wieder. Am Ende eines Jahres, Silvestertag und wow, just wow. Was war dieses Jahr? 2021. Wenn das ein Gast wäre, es hätte so harte Stimmungsschwankungen, das wäre crazy. Ja. Auch heute wieder. Viel zu langer Talk gefühlt. Wahrscheinlich wie im Tierlist-Special von vor ein paar Tagen. Halte ich mich hier etwas kürzer. Ja, ich nehme es am Silvestertag auf. Ist unglücklich gelaufen, was soll man machen, wie auch immer. Ich gehe, wie auch letztes Jahr durch, wie das Jahr für mich persönlich war, wie ich es erlebt habe und was mich beschäftigt hat. Und wie es auch im
Kleinen Gedicht, klein, relativ klein, vorhin gehört habt am Anfang, diesmal waren es 8 Minuten, ich glaube, letztes Mal waren es 5. Naja, whatever. Wir fangen an mit Neujahr 2021. Am Neujahrstag habe ich einen kleinen Talk hochgeladen, hab Mario Kart angeschmissen und ein bisschen drüber geredet. Alter, Worte, heute. Echt nicht. Whatever. Während ich gespielt habe, habe ich gleichzeitig das eingesprochen und ich glaube, das war rückblickend keine gute Idee. Ich meine, das war sehr stockend. Teilweise. Und ich habe auch zu Recht Kritik dafür bekommen. Hab daran gearbeitet, dass die Videos nicht mehr so stocken. Also, dass ich, wenn ich Commentary mache, nicht mehr so stocke, wer in dem, was ich sage. Und wenn überhaupt, wenn es längere Sprechpause gibt, ich die rauscutte. Für den Flow des Videos. Ich habe dran gearbeitet. Und ich muss sagen, wenn ich das so vergleiche mit, keine Ahnung, April, Mai oder so, dazu kommen wir später noch. Mit April, Mai hat sich das echt was getan und wenn ich es dann nochmal vergleiche mit jetzt vor ein paar Tagen, Dezember, dann habe ich das wirklich hinbekommen. Aber machen wir erstmal weiter. Ich habe einige Predictions geäußert, wie ich den Kanal hätte führen wollen in diesem Jahr. Ja. Ratet mal, was ich davon umsetzen konnte. So gut wie keins. Oder wenn, dann sehr wenig. Was der Grund ist, warum ich kein Fan von Vorsätzen bin. Warum ich Vorsätze nicht so mag. To be honest. Auf jeden Fall, die Sache ist. Anfang Januar waren wir immer noch in einem Lockdown. Wir hatten das Jahr im Dezember vom letzten Jahr, das angekündigt wurde. Wir sind wieder in einem Lockdown. Es geht wahrscheinlich weiter im nächsten Jahr. Und so war halt die Situation am Anfang des Jahres. Wenn man zurückdenkt, echt crazy, wo wir jetzt sind und wo wir da waren. Also, wow. Just wow. Soweit ich mich erinnern kann, habe ich ein paar neue Sachen ausprobiert zu dieser Zeit, so Januar, Februar, like. Ich habe mehrfach, wirklich mehrfach, die Nacht durchgemacht und habe mich dann am nächsten Tag, okay, am nächsten Morgen, straight, nachdem ich die Nacht durchgemacht habe, hatte keinen Schlaf so wirklich, habe aber mich dann trotzdem in Calls reingesetzt, in Videokonferenzen, wie man es kannte, wie es halt so üblich war, wie es jeder machen musste. Und ja, ich muss rückblickend wirklich sagen, sorry, solange du in deinen Call reingehst, relativ aufmerksam bist und irgendetwas sagst, wenn du gefragt wirst, Bro, dann juckt es niemanden, dann fällt es niemanden auf und dann hinterfragt auch niemand, ob du jetzt gefühlt die ganze Nacht oder literally die ganze Nacht wach warst oder eigentlich völlig übermüdet bist. Hinterfragt niemand. Wenn du es so machst, easy money. Und vor allem jemand wie ich mit einem ständig kaputten Schlafrhythmus, der es aber auch irgendwo will, to be honest. I mean, die einzige Zeit, wo ich ungestört meine Videos machen kann, ist wenn dann abends oder nachts. Wo ich wirklich weiß, dass niemand hier ist, niemand reinkommen könnte, theoretisch. Und so weiter. In every case. Ich habe auch zu dieser Zeit, also ich habe das lang so durchgezogen. Den ganzen Januar, den ganzen Februar. Und ihr habt auch gesehen, Anfang Februar kam ein bestimmtes kurzes Video online. Wie hieß es? Der Maler und sein großer Pinsel. Ja. Dazu habe ich auch noch meine Story zu erzählen. Das war halt, okay, die Story ist vielleicht etwas unspektakulär, aber ich erzähle es trotzdem. Ich habe mich Anfang Januar mit ein paar Friends auf Discord getroffen und da haben wir, Football geschaut. Soweit nichts Ungewöhnliches. Bis wir dann auf die Idee kamen, uns über bestimmte Filmtitel
zu unterhalten. Filmchen-Titel in Anführungszeichen. Keine Ahnung, wie die darauf kamen, war nicht meine Idee. Und irgendwie sind wir dann darauf gekommen, dass wir, dass ich, wenn ich das Endergebnis von einem der Footballspiele falsch tippe, also falsch predikte, dass ich dann eines dieser Filmchen-Titel als Titel für eins meiner Videos, für das nächste Video, nehmen muss. Was daraus wurde, könnt ihr sehen. Ja, so ein kleiner Sketch. Hätte es zu diesem Zeitpunkt schon YouTube-Shorts gegeben, ich hätte einen Short draus gemacht. Rückblickend. Ja, auch ein großes Thema. Aber eins nach dem anderen. Ich muss ein bisschen meine Gedanken sortieren. In every case. So ging's dann weiter über den Februar. Hab auch mit den gleichen Friends auf Discord den Super Bowl geschaut. Ganze Nacht durch. Und am nächsten Tag trotzdem die Calls durchgezogen. Nice one. War auf jeden Fall gar nicht anstrengend, Kappa. Und ich weiß doch, wie ich wegen der Aufgabe ein bisschen mit meinen Audacity Editing Skills flexen konnte. Die Beteiligten wissen, wovon ich rede. Naja, bis dann ich mir gedacht habe, ey, warum ziehst du nicht die Speedrun Week durch? Ich meine, es hat sich so angefühlt wie der richtige Zeitpunkt, um das zu tun. Die Speedrun Week, die so lang vorher angekündigt wurde, bevor ich das ganze Speedrunning-Ding mit Galaxy 1 angefangen habe. Warum ziehst du es nicht durch, habe ich mir gesagt. Und genau das habe ich getan. War sehr stressig, weil es waren, wie ihr wahrscheinlich auch alle irgendwie in irgendeiner Weise gesehen habt, 6 Runs. Okay, eigentlich 5 Runs. Den 6. habe ich gesplittet, weil er so lang war. Die in einer Woche von Montag bis Freitag täglich gekommen sind, täglich geuploadet wurden. Und ja, es war sehr anstrengend. Vor allem, ich erinnere mich noch, wie ich bei dem letzten Run, das war der Luigi 120 Run, den ganz kurzfristig noch aufgenommen habe, übelst geraged habe wegen Zeitdruck, nicht weil ich mich aufgeregt habe wegen RNG oder schlechten Gameplay oder sonst was. Ich habe mich in diesem Run aufgeregt, ich habe da geraged, weil ich unter Zeitdruck stand. Weil ich erst relativ spät, oder zu spät, to be honest, zu spät gesehen habe, ey, der Run muss noch kommen, da fehlt noch was. Da habe ich den halt, just as said, unter Zeitdruck aufgenommen und unter Zeitdruck hochgeladen. Ich hatte ein bisschen noch Luck, dass das funktioniert hat und dass mein Internet dabei war. Also, und was daraus kam am Ende, sogar mit dem Trailer, für den ich mich auch noch Zeit genommen habe, der hat eine Weile gedauert, help, was daraus kam am Ende, just awesome. Just awesome. Ich muss sagen, das aufwendigste und das beste Projekt in diesem Jahr. Ja, danach, das war auch so, wenn wir über die Videos reden, das war der letzte gute Zeitpunkt in diesem Jahr, also der letzte so richtig gute Zeitpunkt, weil ab dem März ist es etwas eskaliert. Nicht nur das, oh Gott, ich hoffe, ich vergesse nichts. Mir ist in den letzten Tagen zur Vorbereitung auf dieses Video so viel noch eingefallen, was in diesem Jahr passiert ist. Hilfe, ich hoffe, ich vergesse nichts Wichtiges. Ich meine, der Titel von diesem Video hier sagt schon alles. Überfüllt trifft es sehr, sehr gut. Überfüllt trifft es sehr gut. Und ich habe mich auch relativ schwer getan, dieses Video hier aufzunehmen. Eben auch, weil mir so viel eingefallen ist. Aber back to the topic. Der März war genau wie letztes Jahr im März, 2020 März, wo das Ganze mit Corona angefangen hat, wirklich eskaliert ist. Der war ein bisschen anders dieses Jahr. Die Sache war,
Man konnte nicht einschätzen, wie viele Aufgaben uns gegeben wurde im Lockdown, was jetzt zu viel war und was nicht. Und dass da viel zu viel kam. Ja, das war dann obvious. Wenn keiner einschätzen kann, was zu viel ist und was nicht, gibt man lieber zu viel als zu wenig. Kann ich irgendwo verstehen, aber ist auch genauso stupid. Als ob man nichts anderes im Lockdown zu tun hätte. Also, ich weiß nicht, wie es anderen ging, aber ich für meinen Teil kann sagen, ich habe andere Dinge zu tun. Da bin ich gerade gegen den Mikrofonarm gekommen. Sehr toll. Und das führte dann natürlich dazu, dass man auch verständlicherweise nicht mehr wirklich hinterherkam und nicht mehr alles geschafft hat. Und dazu noch mit meiner Einstellung, dass oder eher mit meiner Entscheidung ab und zu, dass ich mir eher gesagt habe, okay, ich mache jetzt das Video fertig, als dass ich diese Aufgabe mache, führten dazu, dass ich relativ viele Probleme bekam, um es kurz zu fassen. Also mir wurde gesagt, dass... Ach komm, ich sag's gerade raus, dass ein Lehrer mich anrufen sollte. Und weil ich natürlich ein Typ bin, der auch nicht gerne telefoniert und es actually bessere Wege gibt als telefonieren. Ich meine, wir hatten einen eigenen Discord-Server im Lockdown. Nur ein Beispiel. Darüber geht's auch, theoretically. Ist das mit dem Telefonieren schwierig geworden. Vor allem, weil ist auch so eine Krankheit, wenn man es überhaupt so nennen kann. Ich mache mir viel zu viele Gedanken. Ich overthinke gefühlt jede Kleinigkeit in so eine Richtung. Irgendetwas, was mir Sorgen macht, overthinking. Es ist echt nervig. Es ist echt nervig. Vor allem, ich kann mich noch erinnern, dass wir das für einen Moment über Discord ausprobiert haben und das nicht wirklich funktioniert hat, soweit ich mich erinnern kann, aber das gehört nicht zum Thema. Machen wir weiter. Was bleibt mir mehr zum März zu sagen? Ach ja, nee, soweit eigentlich nichts. Okay, machen wir weiter mit April. April war ein eigener Monat dieses Jahr. April war... Ja, was war eigentlich auf dem Kanal im April los? Ach ja, ich erinnere mich wieder. Das war April. April war ganz schwierig dieses Jahr. Okay, fangen wir damit an, dass ich erstmal schön Ostern geskippt habe. Let's go. Also, Ostern hat mich nicht wirklich interessiert dieses Jahr. Es gibt halt auch mal solche Tage, wo einen Anlässe, Feiertage nicht wirklich interessieren. Soweit verständlich. Und ich habe ein paar Tage vorher, ich weiß nicht mehr, ob es am 1. April war oder noch im März, ein neues Spiel gesehen. Ein neues Game, was im ersten Moment ein bisschen trashig aussah, aber sehr viel Fun gemacht hat. Instant so am ersten Abend, wo ich es gesehen habe, 8-9 Stunden am Straight durchgewatcht. Let's go, bei einem Streamer. Ich glaube sogar, das war länger. 10, 11 Stunden. Naja. Auf jeden Fall habe ich dann auch Videos zu diesem Game gebracht. Ihr habt es alle gesehen. Mad Games Tycoon 2. Tolles Game. Wirklich sehr nices Game. Hab dann aber leider auch beim ersten Mal, als ich es aufgenommen habe, 6 Stunden am Stück aufgenommen. Dass ich das durchgezogen habe. Wow. Hätte ich auch nicht gedacht, dass es 6 Stunden waren. Hat sich nicht so angefühlt. Bis ich dann gesehen habe, die Aufnahme hat sich gesplittet in viele kleine Teile. Und woran hat es gelegen? Woran hat es gelegen? An meine eigene Dummheit. Als mich jemand gefragt hat im Real Life, woran es gelegen hat, habe ich irgendeine Ausrede gesagt, dass ich selber nicht wüsste, warum. Ich weiß, warum es passiert ist. Ich habe aus Versehen den Button für, also den Hotkey für Aufnahme stoppen, auf Steuerung gelegt. Und dass man häufiger in einem Game, vor einem PC-Game, Steuerung drückt. Ja, dann passiert halt sowas. Deswegen das Ganze. Und es ist mir immer noch ein Stück unangenehm, dass ich so dämlich bin und
freaking Hotkey auf Steuerung setzt. Ich hab's danach auch umgeändert für die nächste Aufnahme auf F, auf irgendeine F-Taste. F2, glaube ich. Und in der nächsten Aufnahme ging's dann. Knapp. Wie lang ging die andere? 4 Stunden? Ja, geht hin. Rohaufnahme, ich habe immer noch nicht alles davon hochgeladen. Kommt wahrscheinlich irgendwann nächstes Jahr, wenn ich dazu komme. Und als ich den zweiten Part, glaube ich, war das, den zweiten Part hochgeladen habe, war alles noch gut. Als ich dann am nächsten Tag, ja, ich habe diesmal an diesem Tag nicht die Nacht durchgemacht, habe mich relativ früh schlafen gelegt, so gegen 4 oder 5, also normale Uhrzeit in dem Lockdown, wo man ins Bett geht, let's go, bin dann normal in den Call rein, beim ersten Call, bei der ersten Konferenz, alles gut, alles durchgegangen. Nichts anstrengend. Geh raus in den zweiten Call. Unterhalten sich da ein paar Leute. Und auf einmal so ein ganz lauter Ton die ganze Zeit bei mir in den Kopfhörern. Das Bild ist stehen geblieben und kein Input mehr wurde angezeigt. Ich konnte nichts mehr tun, außer irgendwie den Computer durch ein paar Tastendrücke, diese On- und Off-Taste, die ich hier vor mir habe am PC, außer die zu drücken und damit den Computer zu zwingen, runterzufahren, weil irgendwie muss das gehen. Mir hat die Situation echt Angst gemacht. Hatte Angst um den PC, hab dann nach ein paar Minuten Warten wieder versucht, den hochzufahren. Was ist passiert? Ging nicht. Hat kein Signal angezeigt, soweit ich mich erinnern kann. Und ja, irgendetwas ist mit dem PC passiert. Fucking April. Naja, irgendetwas ist mit dem PC passiert. Also war ich natürlich dann die restlichen Call. Ich hatte noch einen Call. Das war richtig unangenehm, dass das mitten im Call war. Ich bin auch in diesen Call nicht mehr reingegangen, weil, Alter. Wenn dein PC von ein auf die nächste Sekunde damit irgendetwas los ist und abstürzt und du ihn nicht mehr ankriegst, wer bleibt dann noch wer bleibt dann noch ruhig und kann, ruhig ist relativ. Ruhig geblieben bin ich relativ. Relativ ruhig. Aber wer hat dann noch einen Kopf für die Aufgaben, die eingestellt wurden und für den Call, in dem man eigentlich sein musste? Wenn du nicht mehr das Gerät anmachen kannst, womit du in die Calls gehst, wie willst du dann in den Calls sein? Genau. Trotzdem habe ich mich in den letzten Call rein geschlichen, irgendwie übers Handy. Frag mich nicht, wie das am Ende ausging. Das war sehr unangenehm. Ja. Wie es weiterging, fragt ihr? Ich habe es auch in einem Video angesprochen, eine Woche später in DeLonging. Gehe ich auch nochmal gleich drauf ein, DeLonging. Ja, mein Vater hat sich's angeschaut, hat den PC mehrfach wieder hoch und runter gefahren, weil wir kennen jemanden, der sich relativ gut mit PCs und die Technik dahinter auskennt. Der hat gesagt, ja, fahr mal so und so häufig den PC hoch und wieder runter, vielleicht funktioniert's dann. Ist so ein kleiner ID-Trick, wurde mir gesagt. Hat auch nicht funktioniert. Also haben wir uns gedacht, schicken wir den mal zur Reparatur. Ja. Und was das bedeutete? Und was das bedeutete? Eine Woche ohne mein PC. Aber weil ich natürlich nicht eine Woche ohne diesen guten alten PC. Alt ist auch relativ. Der ist erst 1,5 Jahre alt. Okay, fast 2. Also so alt ist er noch nicht. Und was das bedeutete? Eine Woche ohne den, aber weil ich nicht ohne den PC hier oben sitzen konnte, weil ich auch ohne den die Aufgaben nicht machen konnte, wurde mir ein Ersatz gegeben, der auch bis heute immer noch hier liegt. So ein kleiner, besonderer Laptop, würde ich sagen, der echt anstrengend war zu bedienen. Ich meine, das ist ein richtig hartes Downgrade. Wenn du die Kopfhörer anschließt, hörst du ständig ein Rauschen im Hintergrund. Wenn du irgendwie versuchst zu bedienen. Du hattest nur dieses kleine Touchpad. Ich konnte nicht mal die Maus anschließen.
war es übelst klumpig und ich bin halt ein PC-Dude, kein Laptop-Dude, ich bin PC-Dude. Das ist auch der erste PC, den ich jemals habe. Und dann auf den Laptop umzusteigen, nee, Bruder. Aber musste sein, für die Woche, für at least eine Woche. Dass das auch anstrengend war und das muss ich euch nicht erzählen. Allein schon die Beschreibung, die ich gerade abgeliefert habe. Ich glaube, ihr könnt euch alle vorstellen, wie das war. Mit die schlimmste Woche in diesem Jahr. Wirklich. Ich habe es gehasst, an diesem Laptop zu arbeiten. Das war unnötig anstrengend. Bis dann nach einer Woche, also Montag bis Freitag zum Glück, hätte auch bis Sonntag hätte dauern können. Zum Glück ging's bis Freitag und da konnte ich den wieder abholen. Hab den abgeholt, also bin dahin. Mir wurde gesagt, ja, die Speicherkarte ist kaputt. Der Speicher ist kaputt. Mussten wir ersetzen. Und ich nur so, okay. Zumindest weiß ich, was es ist. Wird auch näher darauf eingegangen. Ja, wurde es. Weil ich viel zu viel Müll auf dem PC drauf hatte. Eigenverschulden. Aber passiert häufiger bei PC-Usern, wurde mir gesagt. Also bin ich dann wieder nach Hause. Ein riesigen Lächeln im Gesicht. Hab den PC wieder eingerichtet. Hat eine Weile gedauert. Hab erstmal den ganzen Müll von meinem PC runtergepackt. Hat eine Weile gedauert, aber es war nötig. Es war nötig. Und seitdem lief es wieder. Seitdem war es wieder sehr, sehr gut. Was mir einfällt, bevor ich den ganzen Müll runtergepackt habe, bin ich noch mal in den Call rein, weil ungünstiges Timing, ich hatte noch einen Call an diesem Tag. Wow. Und da habe ich erst gesehen, wie langsam der geworden ist, wie schlecht das die Internetverbindung war und wie langsam der Sachen geladen hat durch diesen ganzen Müll. Ja, die Speicherkarte wurde ersetzt. Mussten wir auch bezahlen, haben wir gemacht. Aber trotzdem war der echt langsam. Bin in den Call rein. Das hat nicht funktioniert. Also nicht wirklich. Hab mich kaum verstanden, hab nichts mitbekommen. Bin dann wieder raus. Hab den PC von dem ganzen Müll, der drauf war, entsorgt. Bin dann wieder rein und dann hat's funktioniert. Also. Und wenn du nur sagst, technische Probleme, alles gut. Dann hinterfragt's auch niemand. In every case. Der April, ich wünsche es keinem. Wenn ihr einen PC habt, mit dem ihr eure Aufgaben macht, mit dem ihr zum Beispiel wie ich Videos macht, ich wünsche euch niemals, dass euch sowas passiert. Das ist wirklich mein Fuck. Es beschäftigt euch tagelang, es macht euch gefühlt mental echt kaputt. Es ist so unnötig. Aber maybe muss es manchmal sein, um die Lektion zu lernen, dass man seinen PC nicht unnötig mit Müll vollstopfen soll und dass man sich darum kümmern soll, auch wenn es sehr nervig ist und man keinen Kopf dafür hat. Habe ich draus gelernt. Okay. Eine Katastrophe abgewendet. Eine Katastrophe drumherum. Kommen wir zur nächsten. Der Mai. Der Monat Mai. Und ich habe vorhin schon von diesem einen Telefonat gesprochen, auf den ich keinen Bock hatte. Das Telefonat ging auch durch, haben wir drüber geredet, Lehrer und ich. Und weil die Leute immer noch nicht einschätzen konnten, wie viele Aufgaben zu viel waren, und ich mir trotzdem immer noch an manchen Stellen gedacht habe, ja, ich mache lieber das Video als die Aufgabe, weil es literally viel zu viel war. Teilweise für eine Woche fünf, sechs verschiedene langzeitige Aufgaben, also Aufgaben, die, keine Ahnung, mehrere Stunden dauern, gefühlt zum Bearbeiten. Ich meine, man hat ja auch nicht wirklich einen Kopf dafür an manchen Momenten, an manchen Stellen und 5, 6, 7, 5, 6, 7 zeitintensive Aufgaben am Stück. Weiß nicht, Bruder. Weiß nicht, Bruder. Dann hieß es, dass mein
jetzt bei meinen Eltern angerufen wird. Also ich musste denen erzählen, dass es gerade nicht so läuft und dass ich lieber mich für die Videos teilweise entschieden habe als für die Aufgaben. Ihr könnt euch vorstellen, wohin diese Richtung ging. Ich habe es auch in dem Gedicht angesprochen und ich möchte nicht weiter darauf eingehen. Ich belasse es hierbei dabei. Hört euch das Gedicht über den Mai nochmal an, den Teil über den Mai, wenn ihr es genauer, ein bisschen genauer nochmal wissen wollt. Ich will darauf nicht eingehen. Nicht so genau. Und mach straight weiter. Der März war dann auch so. Ich habe nochmal eine langfristige Aufgabe bekommen. Also, langfristige Aufgabe bekommen für 3 Wochen. War eine Präsentation. Wow. Und währenddessen haben wir, mein Dad und ich, versucht, die Aufgaben, die ich liegen gelassen habe, die ich bewusst nicht machen wollte, oder die ich wirklich übersehen habe, teilweise ist auch das passiert, nachzuholen. Wie anstrengend das war, wie zeitaufwendig das war und dass es Tage an Arbeit, Stunden um Stunden gekostet hat. Das muss ich auch nicht erzählen, actually. Aber ich tue es trotzdem, weil es gehört hier rein. Es gehört in mein Jahr 2021. Dazu diese langfristige Aufgabe, die ich auch wieder viel zu spät angefangen habe, weil diese ganzen Aufgaben, die wir nachholen mussten von den letzten Wochen davor, von dem März und April, sorgte dann auch am Ende dafür, dass ich mir da viel zu viel Stress selber gemacht habe, viel zu overthinkt habe, nicht mehr mit den Videos hinterher kam. Ich habe mir extra zwischendurch einen Tag Zeit genommen und eine Pause davon gemacht und extra ein Video gecuttet. Das ist der BOTW-Part, glaube ich, der da kam. Wie dem auch sei. Ich habe dieses Video gemacht, mich am nächsten Tag wieder rangesetzt, mich dann am nächsten Tag wieder rangesetzt, dann, das war schon der Tag, bevor ich es halten sollte. Und hab dann, bis ein oder zwei durchgezogen, um das irgendwie hinzubekommen. Hatte auch wieder komplett verzweifelt, komplett einen Zusammenbruch gefühlt. Und die Sache ist halt, ich habe mich rückblickend immer wieder gefragt, warum machst du sowas? Warum fängst du erst so spät an? Aber in dieser Situation war das halt so, da waren schon so viele Aufgaben drin. Die Videos und so weiter und so fort. Rückblickend kann ich es irgendwo verstehen, dass ich erst so spät angefangen habe. War eine schwierige Situation. War es wirklich. Manchmal muss man Opfer bringen. Und wenn diese Opfer sind, dass du mit einer Aufgabe zu spät anfangen musst und dann halt diesen Pain durchleben musst, dass du dir unnötig Panik machst und du das meiste erst am Abend vorher machen musst, ist okay. Ist okay. I mean. Und darauf komme ich am Ende nochmal zurück. Ich sitze immer noch hier. Ich sitze immer noch hier und mach weiter. Aber back to the topic. Back zu der Situation. Am nächsten Tag dann habe ich gemerkt, kurzfristig, ich bin nicht ganz fertig geworden. Ich schreibe mir noch immer kleine Notizen dazu, damit ich besser sortiert bin an dem Tag. Habe ich nicht geschafft. Also haben wir uns kurzfristig dazu entschieden, nachdem ich wirklich nicht wollte, nachdem ich das wirklich nicht wollte und auch gesagt habe, dass ich mich umentschieden habe und die Karten morgens nochmal schnell geschrieben habe, diese Notizen, und dafür extra genau nur für den Moment, wo ich das halten sollte, dahingegangen bin. Ach ja, bin ich gar nicht drauf eingegangen. Seit Juni oder Ende Mai, eins von beidem, gab es ja auch keinen Lockdown mehr. Also ab da war wieder okay. Die Zeit im Lockdown war rückblickend echt nice, auch wenn es relativ schnell eskaliert ist mit März, aber das war rückblickend echt nice. Und an dem Tag habe ich halt nur die Präsentation gehalten und bin wieder nach Hause und Bruder, war ich down an diesem Tag. Ich habe mich gefreut, die Erleichterung war wirklich da, wirklich zu spüren, aber war ich down an diesem Tag. Ich habe nichts mehr an diesem Tag hinbekommen oder am Tag danach noch.
Das war kein schöner Moment. Das war kein schöner Moment. Aber wie auch letztes Jahr, muss ich auch hier wieder sagen, ich bin letztes Jahr darauf eingegangen, dass bestimmte Soundtracks mir zwischendurch geholfen haben. Auch hier wieder. Ein bestimmter Soundtrack, der mir geholfen hat, der mich runterkommen ließ, der mich das wieder etwas ruhiger ansehen gelassen ließ. Yellow Rose hieß, glaube ich, der Track. Naja, whatever. Als es dann dazu kam, dass es langsam Ferien wurden, diese 6 Wochen frei, die man hat, fühlte ich mich wirklich teilweise schlecht. Ich meine, wenn ich das richtig im Kopf habe, ich schaue mal kurz nach, wie es so war. Ach ja. Also, okay, kleiner Backstep. Bevor wir zu den Ferien kommen, die Wochen davor, die Wochen nach dieser Präsentation und vor den Ferien waren 2 Wochen, glaube ich. Da hatten wir teilweise noch Calls, teilweise auch in Präsenz. Und das war. Ich habe auch ein Real Talk-Video dazu gemacht, was in dieser Woche abging. Ich müsste mir es anschauen, um wieder genau im Kopf zu haben, was da wirklich abging. Aber soweit, wie ich es im Kopf habe, übelst anstrengend die Woche. Ich war nur froh, dass es wirklich endlich Wochenende war und dass ich es irgendwie hinbekommen habe. Das Real Talk-Video vom 6.6. Was war und was ist, heißt es. Falls ihr es euch nochmal ansehen wollt. 23 Minuten. Kann ich vielleicht nicht unbedingt empfehlen, weil. Wurde auch etwas emotional. Aber whatever. Machen wir weiter. Dann kam es zu den Ferien. Und ich habe mich wirklich teilweise so gefühlt, als ob ich die Videos nicht mehr hinbekomme. Als ob ich wirklich die Kraft dafür nicht hätte. Und. Ja, was soll ich dazu groß sagen? Ich habe. Wisst ihr noch, letztes Jahr, ich habe das in dem Tierlist-Video angesprochen, was für ein großer Faktor Last of Us letztes für mich war, letztes Jahr 2020, das Game Last of Us. Das hat mich aus einem mehr oder weniger Down wieder rausgeholt und wieder daran erinnert, warum ich das mache. Plötzlich kam mir ein Gedanke in dem Moment, wo ich mir wirklich gedacht habe, ich krieg das nicht mehr hin, ich habe mir nicht mehr die Kraft dafür, dass es doch ein Game gibt, was ich mir seit längerem ansehen will, was ich mir seit langem ansehen will, was wirklich mir Spaß machen könnte, was ich jetzt bräuchte. Also habe ich es gemacht. Und dieses Game, Beyond Two Souls, habe ich seit Jahren auf der Liste, will ich mir seit Jahren mal ansehen, sieht so vielversprechend aus und es soll eine echt liebe Story haben. Ihr wisst, was ich da gemacht habe, wenn es schon so anfängt. Mit so einem Ruf von dem Game. Ich habe es mehr oder weniger durchgesuchtet die letzten Tage und ich sag's, wie es ist. Das, was Last of Us für mich letztes Jahr war, war Beyond für mich dieses Jahr. Hab mich aus dem Down rausgeholt und hab mich das appreciated, was ich in diesem Moment hatte. Die Pause von diesem unnötig großen Stress, von diesen ganzen Aufgaben. Und sogar in den nächsten Wochen kamen dann wieder mehr Videos, kamen regelmäßig Videos. Und ich habe mit dem zweiten 602 Game, den zweiten 3D Mario angefangen, Galaxy 2. Auch hier wieder rückblickend, vielleicht nicht die beste Entscheidung, straight mit dem zweiten Galaxy anzufangen oder weiterzumachen. Aber es lief, soweit wie es lief. Ich habe ein bisschen durchgezogen. Ich habe sogar einen 242 Star Run gemacht. Mein erster ever. Ich habe schon zweimal N% davor gerannt. Relativ, war relativ. Aber war das erste Mal 242. Und als ich dann gesehen habe, dass die Audio von den Green Stars fehlt, also ein Drittel des Runs, Alter, habe ich mich geärgert. Alter, habe ich mich geärgert. Ich meine, ich saß gefühlt tagelang im Editing, dass das irgendwie funktioniert hat.
eine 12-Stunden-Aufnahme, eine 12-Stunden-Aufnahme in ein Editing-Programm reinzuziehen. Das habe ich auch schon in der Speedrun Week ein paar Monate vorher beim 242 Star Run gemerkt. Alles größer als 10 Stunden kriegst du nicht ohne Probleme in ein Aufnahmeprogramm rein. Es laggt ohne Ende, es braucht viel zu lang zum Laden und wenn ich die Outer City Spur nehme, lädt es nicht wirklich. Es braucht mehrere Minuten mindestens, bis es da reingeladen wurde und ich es benutzen kann. Also, und dass dann ein Dritte der Audioaufnahme fehlt, Ingame-Aufnahme fehlt, Ingame. Pain. War nur Pain. Trotzdem habe ich dann den Run hochgeladen, weil warum nicht? Und sogar den anderen Teil, den konnte ich verifyen. Auf den Leaderboards. Zumindest hat das funktioniert. Und soweit alles gut. Ich habe mir zu der Zeit auch, das war wirklich zu der Zeit, wo. Sorry, meine Stimme heute. Das war wirklich zu der Zeit, wo das mit den Videos wieder gut lief, wieder regelmäßig kam. Ich habe mir sogar ein kleines Intro extra dafür gestellt, so einen kleinen Screen, wann die Videos kommen. Vielleicht habt ihr den auch gesehen. War vor jedem Galaxy Level Run Part, Galaxy 2 Level Run Part. Ich habe mir ein paar Tage vorher einen Stream angesehen, wo ein bestimmter Soundtrack lief und ich mich fragte, ey, was ist das eigentlich für ein Soundtrack? Und der Streamer hat gesagt, kriege ich die Worte noch zusammen? Bo Burnham, All Eyes on Me, so heißt der Track. Der soll echt deep sein. Also jetzt die Worte des Streamers. Der soll echt deep sein und soll darüber handeln, wie man mit der ganzen Situation nur noch lachen kann. Zitat Ende. Und da dachte ich mir, okay, wenn der Song so deep sein soll, und ich habe schon einen kleinen Part davon gesehen, gehört, gesehen ist falsch, dann gebt ihm doch mal eine Chance. Und ja, das war der Start von einem anderen crazigen Part von 2021. Ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Bo Burnham kennt oder schon mal gehört habt, aber das war der Dude, der ein Jahr lang sich in einen einzelnen Raum eingesperrt hat und Songs aufgenommen hat. Ein ganzes Album aufgenommen hat und erst wieder aus dem Raum rausging, als dieses Album fertig war, als er alles aufgenommen hat. Das war dann wahrscheinlich genau ein Jahr lang, wo er in diesem Raum drin war. In diesem Album gab es sehr viele Themen, sehr viele tiefe Themen, auch über den Lockdown generell, wie sich Leute verhalten, wie sich die Gesellschaft verhält, wie auch das Internet drauf ist. Da gab es auch einen Song, Welcome to the Internet, falls ihr davon schon mal gehört habt. Ein crazy Song, was mehr oder weniger eine Parodie auf das Internet ist. Und was eigentlich sehr gut die Situation im Internet beschreibt. Muss ich wirklich sagen. Aber genug dazu. Genug dazu. Auch wenn es so gut passt zum Internet, kommen wir zurück zu YouTube. Und im Sommer irgendwann, glaube ich, war das, gab es eine neue Funktion bei YouTube. Kann auch Herbst gewesen sein, ich weiß nicht mehr so genau. Auf jeden Fall noch nicht so alt. Es kam dieses Jahr. Die YouTube Shorts. Kurze Videos. Länger als eine Minute, die man hochladen kann. Und viele haben gesagt, es ist so ein bisschen von TikTok abgeschaut. Kann ich verstehen, warum diese Kritik kam, ja. Aber für YouTube selbst hat das irgendwie auch funktioniert. Wahrscheinlich, weil viele damit TikTok assoziiert haben. Ich bin jetzt persönlich keiner, der viel TikTok konsumiert. Ich bin nicht mal alle. Ich bin alles andere als regelmäßig auf TikTok unterwegs. Aber Shorts haben für mich auch funktioniert auf YouTube. Auch wenn es nur kurze Sketches sind, wie I don't know, wenn du alles zu schnell machst oder wenn du 5 Minuten deine Eltern nach Hause kommen. Keine Ahnung, irgendwas. Auch wenn es nur Gameplay-Tipps sind oder irgendwelche Facts von riesigen Smogwolken aus den 50ern in London. I don't know it.
Es hat funktioniert. Und wie ihr sehen konntet, im Dezember lief es auch für mich so, dass ich mir gesagt habe, okay, ich mache jetzt mal ein paar Shorts. Im November habe ich auch einen Short gemacht, glaube ich, war das. Das war das mit Toy Trunk in Galaxy 2, wo ich irgendwie diesen weirden Glitch gefunden habe, wo ich, ich weiß nicht warum, ich habe im richtigen Moment gespinnt, habe mich dann hochgeboostet und bin durch die Texture von der Slide, von der Rutsche in Toy Trunk, da durchgeglitscht. War nur am Anfang davon, war nur ein kleines Stück, aber eigentlich sollte man da nicht durchfallen. Eigentlich sollte man sich da nicht durchglitschen können, weil, aus obvious reasons, es ist eine Texture, da sollte man nicht durch. Aber es ist auch ein Moment gewesen, den ich so bei noch niemand anderen gesehen habe. Ich wusste bis zu diesem Zeitpunkt nicht mal, dass, wenn du im richtigen Moment spinnst, du dich da durchglitschen kannst und es nicht mehr berechnet wird. Fand ich interessant zu sehen. Okay. Ich merke schon, ist ein bisschen durcheinander dieses Jahr. Ich greife Dinge von November auf, obwohl es eigentlich um Juni und Juli gehen sollte. Gedankengänge und so weiter. Ich spreche halt auch nur drauf los und mache einen Real Talk draus. Also ist mehr oder weniger. Es ist ein Jahresreview. Also, I'm sorry, falls es verwirrend für euch ist, falls ihr es nicht wirklich verstehen könnt, falls ihr mir nicht wirklich folgen könnt. Es war sehr verwirrend, auch dieses Jahr. Es war auch sehr verwirrend. In every case machen wir weiter. Der Juli. Der Juli, der war entspannt, der war gut. Das war auch weiterhin so, wo die Videos wieder häufiger kamen, wo ich auch weiter Galaxy 2 aufgenommen habe, wo ich auch wieder zurück in die Challenge-LPs wollte, falls die noch irgendwer kennt. Kam Anfang des Jahres irgendwas, kam auch der BODW-Part war, glaube ich, der letzte davon. Ja, wann ich die durchziehe, keine Ahnung, irgendwann in 3 Jahren. I don't know it. Okay, mein Zukunfts-Ich in 3 Jahren. Wenn du das hier nochmal schaust und du es durchgezogen hast mit den Challenge-LPs, GG an dich, ich bin echt stolz auf dich. Okay, so viel zum Zukunfts-Ich. Back to 2021. Als dann, nachdem es so gut lief, im Juli, wenn die Videos hier regelmäßig kamen, sage ich jetzt auch schon zum dritten Mal, mit dem entspannten Lifestyle, den ich wieder habe, mit dem kaputten Schlafrhythmus, aber ich mach's ja gerne irgendwo. Nicht nur irgendwo, ich mach's gerne. Hieß es dann wieder Anfang August, ja, es geht wieder los mit dem ganzen neues Schuljahr, ja. Und ich dachte mir nur so, mein einziger Gedanke, wenn es im ersten halben Jahr so lief, völlig eskalierte, warum sollte es jetzt anders laufen? Und da kommen wir zum Punkt, worüber ich mich sehr schwer tue, drüber zu reden, weil das mit Abstand der schmerzhafteste Punkt, der anstrengendste Punkt, der traurigste Punkt 2021 war. Mit Abstand. Weil es hat mich gebroken. Es hat mich gebreakt, es hat mich gebrochen. Und ich wachte an einem Tag auf, bin aufgestanden irgendwie, hab's irgendwie geschafft und hatte literally Anzeichen einer Panikattacke. Ja, hartes Thema, ich weiß. Herzrasen wirklich hatte ich. Das Gefühl, dass irgendetwas Schlimmes gleich passiert. Du kannst nicht erklären, was ich kann. Ich kann jetzt nicht mal erklären, warum ich dieses Gefühl hatte, was genau Schlimmes hätte passieren können. Weil ich war hier genau in demselben Raum, wo ich auch mein PC habe, wo ich auch die Aufgaben mache, wo ich auch ganz friedlich das tue, was ich tue. Und ich konnte es nicht erklären, es war halt ein Gefühl. Ich glaube, das versteht jeder, der schon mal in dieser Situation war, von der Panikattacke. Und
In dem Moment, wo es mir wirklich zu viel wurde, wo dieses Gefühl wirklich da war und ich mich krank gemeldet habe, ab dem Moment wurde es wieder besser. Ab dem Moment konnte ich mich wieder entspannen und unter wirklich einem Taubheitsgefühl habe ich mich wieder ins Bett gelegt. Also wirklich, habe gefühlt gar nichts mehr gefühlt in diesem Moment, habe mich wieder ins Bett gelegt und habe erstmal noch meine Runde geschlafen. Den halben Tag. Es hat nichts funktioniert. Und am selben Tag, ein paar Stunden später, kam dann mein Vater rein, hat gefragt, was los ist. Ich habe ihm erklärt, was los ist. Und wow, ich merke wirklich, wie sich so eine halbe Blockade in meinem Kopf aufbaut, wenn ich darüber reden will. Naja, whatever. Ich versuche, das so gut zu erklären, wie ich kann, auch wenn es grob ist. Ich habe ihm erklärt, was los ist. Da hat er gesagt, okay, ich lasse dich erstmal schlafen. Haben wir später nochmal drüber geredet. Und haben dann ausgemacht, dass wir einen Termin beim Professionellen machen. Weil psychische Krankheiten sind kein gutes Thema. Ja, exactly. Vor allem nach dem, was die Monate vorher da schon passiert ist. Psychische Krankheiten sind kein gutes Thema. Und ich glaube, das war somit der Moment, wo ich mir wirklich eine psychische Krankheit eingefangen habe. Und nachdem es so weiterging, die nächsten Wochen, die nächsten Tage, dass ich pro Woche ein, zwei Tage hatte, wo es gar nicht ging, wo ich nichts machen konnte, außer im Bett liegen und nicht mal Aufgaben machen. Also wirklich nicht mal Videos machen, meine ich. Ja, waren wir dann bei diesen Professionellen? Haben zum Glück einen Termin bekommen. Wegen Kontakte, man kennt es. Also auch noch Glück gehabt dazu. Und da wurde mir gesagt, nach dem zweiten oder dritten Meeting, ich nenne es bewusst Meeting, ja, mögliche mittelschwere Depression. Let's go, Dude. Und für alle, die sich fragen, was genau, okay, wie sich eine Depression anfühlt oder was eine Depression ist, zu dem Zeitpunkt, was eine Depression ist, ich glaube, ich kann es nicht so gut erklären, aber wie sich eine anfühlt, ich glaube, da habe ich eine Theorie, da habe ich eine Möglichkeit gefunden, wie ich es erklären kann. Depression, wenn ich das beschreiben müsste, wie sich's anfühlt. Es ist erstmal ein Gefühl, was man hat. Ein Gefühl, das, egal wie du damit umgehst, egal ob du es haben willst oder nicht, egal ob du dir sagst, okay, muss mal sein, oder ob du dir sagst, nee Bruder, ist nicht, will ich jetzt nicht haben, ist nicht die Zeit dafür. Egal wie du damit umgehst, es manifestiert sich in deinem Kopf und nach einer bestimmten Zeit lenkt es dich immer mehr in Dark Thoughts, in dunkle, düstere Gedanken rein. Und auch hier ist es egal, ob du gegen diese Gedanken kämpfst, ankämpfst oder nicht, ob du dir sagst, nee, will ich nicht, oder ob du es geschehen lässt, warum auch immer. Weil du nicht wirklich dagegen ankämpfen kannst in dem Moment. Es ist schwierig zu greifen, aber wenn du der Pain, der Schmerz, der hervorgerufen wird, den du hattest, den du hast, unter anderem durch dieses Gefühl vom Anfang, wenn du dich den Dark Thoughts hingibst, wenn du den Raum gibst, dann fühlt es sich so an, als würde der Schmerz gelindert werden, als würde es dich erleichtern. Aber die Sache ist, es ist nur eine Zeit lang so. Es ist nur für einen bestimmten Zeitpunkt so, dass du dich erleichtert fühlst. Nach früher oder später fühlst du dich dann, verändert sich das in Sadness. Und alles, was du an diesem Punkt machen willst,
egal welche Aufgabe es ist, fühlt sich so viel größer an, als es actually ist, fühlt sich so viel schwerer an, als es actually ist, auch wenn es nur so eine Kleinigkeit ist. Wie irgendein Gamer machen und das spielen. I don't know. Ich weiß, das klingt sehr edgy. Und es ist wirklich das so, wie ich es erlebt habe, wie es sich anfühlt. So gut, wie ich es rüberbringen kann, auch wenn es schwierig ist zu greifen. Und ich will jetzt hier auch nichts schönreden oder so. Ich will jetzt auch hier nichts verherrlichen, nichts falsch darstellen. Auf jeden Fall auf der anderen Seite. Wenn du dagegen ankämpfst, wenn du schaffst, aus diesen Dark Thoughts wieder rauszukommen, dann ist es, dann fühlst du dich am Ende sogar noch besser. Du fühlst dich erleichtert, weil wenn du aus diesen Dark Thoughts raus bist, geht auch das Gefühl weg und damit auch der Pain, nur unter anderem dadurch ausgelöst wird, das Gefühl von Pain, von Schmerz, und du fühlst dich erleichtert, fühlst dich gut, fühlst dich sehr gut, und das ist die Sache, das ist der Unterschied, den es besser macht. Du fühlst dich am Ende, wenn du da wieder rauskommst, nicht wirklich traurig. Du fühlst dich nicht sad, du fühlst dich nur glücklich, gut und erleichtert. Und du kannst wieder normal die Sache machen, die du machen willst. Es fühlt sich nicht mehr so riesig an, so größer an, als es ist. Ist halt das, was du machen möchtest. Das, was du gefühlt jeden Tag tust, ist dann wieder ganz normally, ganz easy. Und das ist, glaube ich, wirklich alles, was ich dazu sagen konnte. Soweit ich es beschreiben konnte. Und das war so der härteste Part mit Abstand in diesem Jahr. Ich kann mich sogar daran erinnern, wie es ging ganz runter. Es ging wirklich ganz, ganz runter. So weit runter, wie ihr es euch vorstellen könnt. Ja, ich hatte teilweise Gedanken daran, wirklich aufzugeben. Und aufgeben ist ein Synonym für das schreckliche Wort mit S, was man nicht unbedingt sagen sollte auf YouTube, weil das vielleicht TOS ist. Ich weiß nicht so genau, ob das TOS ist. Das Wort mit S, 6 Buchstaben am Ende ein D. Ich glaube, jetzt wisst ihr es. Ja, so weit runter ging's. Help. Bis dann im Oktober, ich mache jetzt etwas schneller Vorwort, im Oktober, wo ich mir selber mehrfach eingeredet habe, dass es besser werden wird, es besser werden könnte. Und Oktober ist sowieso immer ein guter Monat, also let's go, warum nicht? Bloß die Sache ist, es war zu diesem Zeitpunkt schon viel zu viele Aufgaben, also zu viele Aufgaben, dass ich wirklich nicht hinterherkam, vor allem mit diesem Zustand, mit dieser psychischen Krankheit, die ich mir eingefangen habe, waren das wirklich zu viele Aufgaben. Dazu noch die Videos, wo ich nur ein Gedankenvideo rausgehauen habe, dieses ultra deep Real Talk, was auch vielleicht ein Stück weit Hoss war, ich weiß es nicht so genau. Ich habe mich halt hingesetzt und habe drauf losgeschrieben, habe irgendetwas hingeschrieben. Irgendwas. Und was rauskam, habt ihr gesehen. Und ich glaube, daran sieht man auch, wie es mir ging in diesem Moment. Tut mir leid, musste gerade niesen. Okay, wo war ich? Oh ja, okay. Oktober war dann auch so, jeder Tag übelst anstrengend. Am liebsten hätte ich mich jeden Tag krank gemeldet, vor mir jetzt. Konnte ich aber nicht, weil war trotzdem irgendwo noch, you know, war trotzdem irgendwo noch unnötig, das zu machen, die Aufgaben zu machen, wieder zur Schule zu gehen. Ich meine, ist ja auch nicht so unwichtig, das Thema. Ja. Und das hat sich durchgezogen bis Ende Oktober, wo, und ich verfluche bis jetzt, dass der Halloween-Tag ein Sonntag war. Warum musste es ein Sonntag sein? Am Halloween-Tag, kann ich mich noch dran erinnern. Es gab ja auch dieses Jahr eine neue X-Factor-Folge.
Eine neue X-Factor-Folge, Alter. Dass ich das noch erleben darf. Neues X-Factor, auch mit Special Guest Gronkh. Lol. Ich habe die Folge gesehen, auch wenn im Nachhinein. Also, so viel dazu. Und weil es erst zu spät lief und ich den Halloween-Abend nicht wirklich genießen konnte, weil am nächsten Tag Montag war und wir alle hassen Montage, war auch das dieses Jahr nicht so. Aber was mir noch einfällt, Happy Game. Habe ich auch drüber geredet im Tierlist-Special. Happy Game kam zu so einem guten Zeitpunkt in diesem Jahr. Das ist wirklich insane, wie gut das kam. Für die, die Happy Game nicht kennen und das Tierlist-Video nicht gesehen haben, Happy Game ist ein Game, von dem Namen her dürfte man erstmal denken, okay, ist nichts Schlimmes. Ist vielleicht ein Game für Jüngere. Aber es ist genau das Gegenteil. Es ist das verstörendste und gleichzeitig faszinierendste Horrorgame, was ich je gesehen habe. Und so denkt nicht nur ich, so denken so gut wie alle, die dieses Spiel mal gespielt haben. Happy Game zeigt so verstörende, aber auch gleichzeitig nicht realistisch. Übernatürlich, passt besser. Faszinierende Bilder. Dass die Entwickler diesen Grat gefunden haben zwischen ekelhaft verstörend und faszinierend, ist wirklich insane. So habe ich ein Game auch noch nicht gesehen. Aber weiter darüber Worte verlieren. Schaut euch das Tierlist-Video an, wenn ihr weiter darüber etwas wissen wollt. Vielleicht auch ein Game, was ich nächstes Jahr auf dem Kanal bringe. Ich weiß es nicht. In every case. Im November dann wurde es langsam wieder besser. Ich habe mich selber auf relativ guter Laune gehalten mit, ja, das Jahr ist bald vorbei. Wenn du es bis Weihnachten geschafft hast, wenn du es bis Dezember geschafft hast, von meiner Wegen aus, dann hast du auch, dann schaffst du auch den Rest. Ich habe mich wirklich mit dem Gedanken aufgeholfen, wenn du es bis Dezember schaffst, wenn du es bis Dezember schaffst, ist es over, dann ist es over. Dann hast du es geschafft. Dann schaffst du den Rest auch noch. Die Sache ist nur, so anstrengend der November war, mit all den Terminen, all den Aufgaben, die auch da wieder anfielen, im Dezember war es nicht over. Über den November kann ich actually rückblickend auch relativ wenig sagen. Rückblickend, ja, so eine kleine Blockade baut sich im Kopf auf, weil die Erinnerung, die ich hatte, das Feeling, was ich hatte, wirklich teilweise echt schmerzhaft waren. Ich meine, ich bin teilweise morgens aufgewacht und hab. Bleah. Ich kann nicht mal wirklich beschreiben, wie ich mich gefühlt habe. So unangenehm war das. In every case, November war nochmal Mix, wurde aber langsam besser. Und als es dann 30. November war. Erster Advent. Erster Advent. Da wusste ich, jetzt beginnt die gute Zeit des Jahres. Jetzt schaffst du es. Und vielleicht hört ihr es gerade auf meiner Zaunspur ganz, ganz leise im Hintergrund, aber ich nehme das hier am 31. auf. Let's go, am 31. nehme ich es auf und lade es hoch. Let's go. Richtig, auch wieder unter Zeitdruck. Es hat sich durchs ganze Jahr gezogen. Gerade hier im Hintergrund fliegen schon die ersten Böller, auch wenn es heißt Böllerverbot. Böllerverbot zu kaufen. So war das. Du darfst keine Böller mehr kaufen. Wurde 2, 3 Wochen später angekündigt, nach dem 31.11. Und. Alter, ich habe meine Transitions heute. Okay. Am 31.11. habe ich mir gedacht, okay, das war eher eine spontane Entscheidung. Ich habe nicht wirklich realisiert, dass erster Advent war. Ich habe nie wirklich daran gedacht. Aber ich habe mir eiskalt erstmal ein Hörspiel zur Weihnachtsgeschichte angehört. Ich glaube, besser kann man die Weihnachtszeit nicht eröffnen als ein Hörspiel zur Weihnachtsgeschichte. Die Weihnachtsgeschichte, die wir alle kennen. Ebenezer Scrooge, die drei Geister der vergangenen, gegenwärtigen, zukünftigen Weihnacht.
You know it. Okay, Hörbuch ist das falsche Wort. Ein Streamer, der es vorgelesen hat. Von vorne bis hinten. Ganz durch. Hat nur 3 Stunden gedauert. Muss ich dazu sagen. Die ganze Weihnachtsgeschichte vorzulesen in der Version, die der Streamer hatte. 3 Stunden. Ich hätte gedacht, dauert länger. So 4, 5, mindestens. Naja. Natürlich war es dann auch im Dezember, der kam, nicht wirklich over mit den vielen Stress, mit den vielen Terminen und so weiter. Aber zumindest, es war Dezember und Dezember ist immer ein guter Monat. Zumindest bei mir. Im Dezember habe ich Geburtstag, im Dezember ist Weihnachten, im Dezember ist Silvester, im Dezember ist Neujahr. Okay, im Januar ist Neujahr, aber ich zähle es trotzdem teilweise zu Dezember. Also, was kann falsch laufen an Dezember? Außer den ganzen Stress in der Vorweihnachtszeit. Dazu noch nicen Adventskalender. Selbstgemachten Adventskalender, das sind immer die besten, weil du wirklich keinen Plan haben kannst, was da drin ist. Bei Adventskalender, die du dir kaufst, kannst du eigentlich immer erwarten, was da drin ist, wenn es auch nur sowas wie Schokolade ist. Bei selbstgemachten Adventskalendern von einem Familienmitglied zum Beispiel, kannst du es nicht immer erwarten. Vor allem, wenn du sagst, ja, ich hätte gern, I don't know, einen neuen Controller, eine Guthabenkarte für Steam oder ein neues Videogame auf der Switch. Egal, was du sagst, du weißt nicht, ob es literally drin ist oder nicht. Und das ist der beste Part an sowas. Das, der Fakt, dass es endlich Dezember ist und der Fakt, dass es Weihnachtszeit ist und ich wieder Videos machen kann. Let's go. Und dass es mir generell wieder mental besser ging nach diesen 3, 4 Monaten völliges Pains, also das Pain auf einem anderen Level gewesen, hat mich dazu gebracht, die Weihnachtszeit ein bisschen mit anderen Augen zu sehen. So ein bisschen weniger auf Geschenke, ein bisschen mehr auf das Feeling. Die Zeit, die man mit anderen verbringt, die man mit seinen Freunden verbringt, wenn es auch nicht lang ist, die man mit seiner Familie verbringt, wenn auch nicht lang ist. Es geht nicht. Ich formuliere es anders. Bei Weihnachten geht es um die Leute, um die Zeit, die man verbringt mit diesen. Die Zeit, die man gerne verbringt. Alles andere ist ein nices Add-on. Etwas, was du dazu bekommst. Ich meine, während Weihnachten kriegt man zusätzlich ja auch Geschenke zum Beispiel. Alles andere, außer dieses Feeling, was man hat, sind nice Add-ons, die sich leider auch nicht jeder leisten kann. Und wenn Weihnachten, die Weihnachtszeit nicht dein Ding ist, dann hoffe ich trotzdem, dass du irgendwie schöne freie Tage hattest. Oder zumindest in der Weihnachtszeit schöne freie Tage hast. Ich meine, man muss es ja nicht zelebrieren oder so. Es ist jedem selber überlassen. Es interessiert mich nicht und es hat mich nicht zu interessieren, wie andere Leute mit Feiertagen, Anlässen oder was weiß ich für welche Tage umgehen. Ist deren Entscheidung. Kommen wir aber wieder zu dem eigentlichen Punkt. Warum der Dezember doch noch stressig wurde irgendwo. Die ganzen Termine, die man hatte, die ganzen Klausuren, die man schreiben musste, die ich schreiben musste. Oder auch natürlich andere. Die so unglücklich gelegt wurden, dass alle 2 Tage eine war. Genau, ja. Aber geht ja wahrscheinlich im Dezember nicht anders, oder? Also geht nicht anders wahrscheinlich. Soweit ich weiß. Was mich aber stört. Also, auch hier wieder, es gab einen Moment, da habe ich mir viel zu viel selber Stress gemacht, musste mich mehrfach selber beruhigen. Ich wurde auch von jemand anderen aufgezogen. Also, Shoutout an den, auch wenn ich es actually nicht will für diesen Move. Das war sehr assi. Das war sehr assi, mich damit aufzuziehen. Hätte ich bei dir nicht gemacht. Freund. Okay, auf den Punkt, der mich stört, kommen wir später nochmal zurück. Wenn ich daran denke, natürlich. In dem Moment,
wo wirklich die Zeit mit den Terminen im Dezember vorüber war. Ich hätte wirklich weinen können vor Erleichterung. So anstrengend waren die ganzen Monate von August an. August und September kenn ich. Die beiden Monate sind scheiße. Waren sie seit Jahren. Also natürlich dieses Mal auch, aber noch mal schlimmer. Noch mal, die haben noch mal die Augusts und Septembers aus den letzten Jahren getoppt. Was? Was? Der Oktober war in Ordnung. Der November war auch nicht mehr als in Ordnung. Und jetzt Dezember, der noch mal stressig war, aber trotzdem gut, weil ich dieses Feeling wieder hatte von, ja, du hast es bald geschafft, es ist wieder Dezember, die beste Zeit im Jahr mit Abstand. Let's go. Nach einem gefühlten Dreivierteljahr voller Pain? Come on. Da habe ich's auch mal verdient, zumindest einen Moment der Erleichterung und Freude zu haben. Nach so einem Dreivierteljahr voller Pain. Ja. Würden jetzt Personen, bestimmte Personen, anders sehen. Aber ich unterstelle niemandem was. Ist nur meine Auffassung. Und wir machen weiter mit der Weihnachtszeit selbst, die in diesem Jahr echt, ich muss sagen, ein Stück zu kurz war. Es hat sich ein Stück zu kurz angefühlt. Wahrscheinlich auch, weil ich es gerne länger gehabt hätte. Ich meine, es war wie immer sehr schön. Die Geschenke, die Games, die Zeit. Let's go. Also, es kann eigentlich schöner nicht sein zu Weihnachten, wenn man Familie hat, wenn man Freunde hat, mit denen man seine Zeit verbringt. Muss ich dazu noch sagen, was mir gerade einfällt. Mit Friends dieses Jahr auch mein Geburtstag reingefeiert. Let's go. Habe ich so auch noch nicht gemacht, war auch mal was anderes. Haben dann noch bis eins durchgezogen. Mit einem bestimmten anderen dann noch bis drei durchgezogen. Also, ich bin nicht der Einzige mit einem kaputten Schlafrhythmus. Ich freue mich, Kappa. Okay, ich freue mich schon dezent. Wo war ich gerade? Ach ja. Und dann jetzt die Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr. Jetzt Silvester, jetzt wo ich das aufnehme. Die war eigentlich ganz in Ordnung. Noch schnell ein 602-Race mit reingezogen, den es ja zweimal im Jahr gibt. Habe ich auch dieses Jahr immer drauf gesniped, auf den 602-Race. War wie immer was Besonderes. Sogar auch da mit neuen Faces, mit neuen Teilnehmern, wo ich vorher gedacht habe, nee, den traue ich es nicht zu, die haben es trotzdem durchgezogen. Respekt. Vielleicht ich auch in 2, 3 Jahren, also I don't know it. Auch hier wieder. Zukünftiges Ich in 2, 3 Jahren. Wenn du dir das nochmal anhören solltest, warum auch immer. Ich hoffe, du bist soweit mit dem SpeedTube-Projekt, dass du ein 602 run kannst. Ich hoffe es für dich. Und das Zweite meinte, dass ich mein zukünftiges Ich adressiere. Lol. Kann man auch mal machen. Ich meine, kann man auch mal machen. So kann man ja auch die Videos als Zeitkapsel oder so betrachten. Ich meine, vor allem, wenn es Retalks sind. Und jetzt, wo ich dieses Jahr einmal durchgegangen bin, euch einmal erzählt habe, wie das Jahr so für mich lief, wie ich es erlebt habe, was passiert ist, kann ich am Ende eigentlich nur sagen, ich will nochmal auf diese paar Zeilen im Gedicht drauf eingehen, wo ich von einem Künstler geredet habe, der kein Künstler sein soll und das Singen keine Ausrede dafür ist. Für die, die sich fragen, was zur Hölle meine ich damit? Astroworld. Wer davon noch nichts gehört hat, sehr gut, ihr habt es irgendwie geschafft, dem aus dem Weg zu gehen. Wer schon mal was davon gehört hat, das war meine Meinung dazu. Solche Leute, die sowas in Kauf nehmen, sind keine Künstler in meinen Augen. Solche Leute sollten keine Künstler sein. Ein Künstler sollte kein Leid in die Welt bringen. Der Künstler sollte die Welt bereichern mit kreativem Stuff, mit neuem Stuff,
mit Stuff, den Leuten gefällt, den Leuten etwas bringt, die Leuten aufbaut, der generell irgendetwas Gutes tut. Künstler sollten kein Leid in die Welt bringen. Und in dem Punkt sind alle Künstler, die daran beteiligt waren, in diesem Vorfall keine Künstler. Sollten auch nicht mal als solche betrachtet werden. In my opinion. Neben, dass man denen das Geld und die Karriere wegnehmen sollte, aber das geht jetzt ein Stück zu weit. Also, ich will das jetzt nicht auf sowas ausarten lassen. Deswegen, ich belasse es dabei. Und generell jetzt reviewend 2021. Du warst schwierig. Du warst anstrengend. Du warst manisch, für die, die das Wort nicht kennen. Manisch, häufig in Verbindung mit Depression. Wenn es an einem Tag sehr, sehr gut läuft und am nächsten Tag sehr, sehr schlecht. Also viele Extrempunkte. Das beschreibt auch sehr gut das Jahr für mich. Manisch, überfüllt, anstrengend. Alles so in die Richtung ist 2021. So viel wie passiert ist, so viel wie ich jetzt vergessen habe, was ich noch eigentlich hätte erwähnen wollen, was nicht mehr reinkam, weil man kann nicht alles im Kopf behalten, wenn man sich nicht alles aufschreibt. Ich habe mir Notizen gemacht. Ich benutze auch immer das Gedicht als Notizen, die ich mir selber mache. Aber ist wahrscheinlich auch nicht alles drin, was ich sagen wollte. Und ich glaube, das Beste, wirklich das Beste, was ich mitgeben kann, für die, die sich das Ganze hier angehört haben bis zu diesem Zeitpunkt, es ist viel kürzer als der Rückblick letztes Jahr. Der ging so eine Stunde 50. Wir sind hier gerade mal bei einer Stunde 9, wie ich es hier so sehe. So viel, wie passiert ist, so viel Shit, der passiert ist. Leute, die über das Wohlergehen von anderen Leuten gehen. Leute, die ihre Trollen in Anführungszeichen, dass sie jemanden wehgetan haben und das Haustier umgebracht haben. Leute, die, I don't know, Leute, die im Lockdown crazy geworden sind und jetzt auf der rechten Seite sind oder irgendwelche schlimmen Statements gemacht haben. Impfungen, die jetzt da sind, was man nicht wirklich zur schlechten Seite zählen kann. Ich zähle es hier trotzdem auf. Aber nicht zur schlechten Seite, versteht mich nicht falsch. Ich wurde auch zweimal geimpft dieses Jahr, also ist okay. Jeder, der sich impfen lassen will, ganz kurz, muss ich darauf eingehen. Jeder, der sich impfen lassen will, soll sich impfen lassen. Wenn du dich nicht impfen lassen willst, deine Entscheidung. Es gibt einen Unterschied zwischen Entscheidung und Meinung, wer jetzt mit diesem Punkt kommen will. Deine Entscheidung, ob du dich impfen lassen willst. Aber wenn du es nicht tust, hoffe, dass andere es tun. Auch kurzes Statement dazu rausgehauen. So produktiv kann man auch schon mal sein. Und Personen, die crazy Statements rausgehauen haben, worüber sich alle aufgeregt haben. Das Internet, was uns sehr viel Gutes, aber auch sehr viele Probleme bringt. Obviously Probleme. YouTube, was Entscheidungen fällt, die keiner verstehen kann. Wie, dass man den Dislike-Button rausnimmt. Kann bis heute niemand verstehen. Warum machen die so einen Scheiß? Wer Videoproduzenten, wie ich einer bin, die YouTube angehen wegen Entscheidungen, die man nicht verstehen kann, ein Video runternehmen, was über wichtige, aufklärende Dinge erzählt, wo dann der Webvideoproduzent sehr darauf getriggert ist, sehr getriggert davon ist und YouTube eine Wahl lässt, ob sie die bösen Personen unterstützen wollen oder die aufklären. Ja, alle. Oder zumindest ein paar von euch haben es mitbekommen, das Hashtag Pickaside YouTube. Auch ein schwieriges Thema, weil YouTube hat wahrscheinlich aus Eigeninteresse gehandelt. Und Eigeninteresse ist Money, ist Geld. Eigeninteresse bei YouTube ist Geld. Das haben wir gemerkt in den letzten Jahren immer und immer und immer wieder. Und Geld ist auch nochmal so ein großes Thema. Jetzt im Generellen. Alles in dieser Welt, was in dieser Welt passiert, passiert wegen Geld.
alles kannst du mit Geld begründen. Ich meine, warum hatte ich so lang letztes Jahr, worauf ich auch kurz eingegangen bin, warum hatte ich letztes Jahr so lang eine Zahnspange, Zahnklammer, obwohl ich es nie wollte? Warum haben wir das ein Jahr länger durchgezogen, als es actually jetzt sein müssen? Weil wir das Geld dafür nicht bezahlen konnten, um die wieder rauszunehmen. Wir haben uns sehr viel mehr Leid hinzugefügt, auf uns eingehen lassen. Wir haben es sehr viel länger gezogen, als es hätte sein müssen. Wir waren alle genervt, alle Beteiligten. Aber wir haben nicht damit aufgehört, weil wir das Geld dafür nicht bezahlen konnten oder wollten. Und als dann plötzlich nach einem Jahr, wo wir es unnötig in die Länge gezogen haben, wo wir alle drunter gelitten haben, als wir dann plötzlich gesagt haben, ja, wir nehmen das jetzt raus, wir nehmen diese Zahnklammer jetzt raus, ging es uns allen besser. Ich weiß nicht, wie es jetzt dem Arzt geht, aber ich bin mir 100% sicher, dass der weniger Probleme hatte in dem Moment, als ich da ohne Zahnklammer wieder rausgegangen bin. Ich bin mir so sicher, dass der sehr viel erleichterter war. Warum das ganze Leid? Geld. Warum sitze ich immer noch hier und muss wahrscheinlich, I don't know, ein Jahr wiederholen? Ja, so weit ist es gekommen, wegen diesem scheiß Jahr und diesen Monaten, wo es gar nichts ging. Geld. Okay, ich formuliere es anders. Leute werden bestochen. Leute werden manipuliert. Leute werden in ihren Handeln eingeschränkt. Leute werden beschränkt. Leute werden aussortiert. Es wird alles Mögliche angestellt wegen Geld. Leute, die kein Geld haben, brauchen natürlich Geld, damit sie leben können. Und wenn du verzweifelt bist, wirklich dieses Geld brauchst, aber wirklich so gut wie keinen Weg hast, wo du dieses Geld hättest herbekommen können, theoretically, bist du natürlich mehr offen dafür, viel mehr Dinge für Geld zu machen. Und das ist doch auch nicht schön. Das ist so absurd, dass gefühlt alles in dieser Welt wegen Geld passiert. Da muss ich kurz ein Lied von KIZ zitieren. Zitat. Von einem gefüllten Schaufenster krepieren wegen bedrucktem Papier. Das sagt schon alles. Das sagt alles darüber aus, was für ein Standing Geld hat. Ich will Geld nicht schlecht reden. Es ist okay, dass wir in einer Welt leben, wo Geld auch ein wichtiger Teil ist. Aber ich rede über das Standing, was Geld generell hat. Geld sollte nicht wichtiger als alles andere sein. Geld sollte nicht alles bestimmen in dein Leben. Geld sollte Leute nicht einschränken. Geld sollte Leute nicht beschränken, nicht manipulieren, nicht aussortieren. Geld sollte nicht über Menschenleben stehen. So wie es bei Astroworld war. Wahrscheinlich. Das ist jetzt ein harter Vorwurf, ich weiß. Aber weil Leute zu viel Geld haben, bilden sie sich irgendwann Sachen ein, die sie tun können, was eigentlich gar nicht klar geht. Was nichts nice ist, Bruder. Und warum kommen die damit durch? Weil sie das Geld haben, um damit durchzukommen. Wenn eine Klage auf einen zukommt mit einer großen Summe von Geld und du irgendein Celebrity bist, der dieses Geld hast, kannst du dich natürlich freikaufen. Dann bist du immer noch frei. Musst du nicht ins Gefängnis gehen. Wenn du ins Gefängnis gehst und es, I don't know, es muss nicht mal unbedingt eine Kaution geben. Wenn irgendwelche Cops korrupt sind und die bestechlich sind, kannst du auch raus, wenn du die richtige Anzahl von Geld hast. Es ist so fucking absurd. Alles in dieser Welt passiert wegen Geld. Alles kann wegen Geld passieren. Und das kotzt mich so an. Ich bin so getriggert deswegen. Leute können nicht das tun, was sie wollen wegen Geld. Dabei ist es doch genau das. Es wurde häufig genug gesagt, es wurde häufig genug gesagt, du kannst tun, was du willst. Du kannst werden, was du willst. Ja, ich habe gelernt, du kannst tun, was du willst, solange du die richtige Menge von Geld hast. Warum das hier nicht so funktioniert, wie ich es möchte? Warum ich nicht die Videos machen kann und mich damit ausnehmen kann und das
so machen kann, wie ich es will, frei damit leben kann, ohne diesen ganzen unnötigen Stress. Geld. Weil das Geld nicht da ist, weil ich mit meinem Standing das Geld nicht hab. Du kannst alles tun, was du willst, solange du die richtige Anzahl von Geld hast. Aber um dieses Review nicht ganz negativ enden zu lassen, noch eine positive Sache zum Abschluss. Denn die Sache ist, egal wie schrecklich dieses Jahr war, egal wie anstrengend dieses Jahr war, egal wie manisch, ich sitze immer noch hier. Wir sind immer noch hier, die Welt dreht sich weiter, die Zeit geht weiter, egal was du tust. Und das müsste jedem eigentlich klar werden, besonders nach 2021. Dass egal was du machst, egal wie schrecklich es war, es werden bessere Zeiten kommen. Es wird wieder besser. Und wenn es so ist, genieß es. Denn es wird wahrscheinlich nicht ewig halten. Die gute Zeit. Und egal was du machst. Die Welt dreht sich weiter. Die Zeit geht weiter. Und damit hoffen wir, dass 2022 uns gnädiger sein wird als 2021. Dass wir wahrscheinlich immer noch in dieser Pandemiesituation sind. Ja, habe ich auch letztes Jahr gesagt am Ende. Es wird sich nicht viel ändern, nur weil die Jahreszahl sich ändert. Da bin ich Realist. 2022 wird sich nicht viel ändern. Wir werden immer noch mit den Impfungen zu kämpfen haben, auch wenn die nervig sein können. Sehr schnell, verstehe ich auch. War auch für mich nervig. Wir werden immer noch mit Problemen aus dem letzten Jahr und 2020 zu tun haben. Pandemie wird immer noch da sein. Die Situation wird sich wahrscheinlich nicht viel ändern, aber wahrscheinlich bessern. Und hoffentlich, das sage ich jetzt auch mir selbst, hoffentlich wird das nicht so krass extrem wie dieses Jahr, so krass anstrengend wie dieses Jahr. Hoffentlich wird das nicht so depressiv wie dieses Jahr. Es war wirklich, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie dieses Jahr war. Für mich. So anstrengend war es. Ja. Und damit habe ich jetzt doch noch irgendwie die 1 Stunde 20 gefüllt. Ich weiß nicht mehr, wie ich das geschafft habe. Ach ja, eine Kleinigkeit noch. Die Games, die dieses Jahr rauskamen, die Videogames. Alter, was war das denn? Ich habe es zwar schon im Tierlist-Special angesprochen an meinem Geburtstag, aber Alter, was dieses Jahr rauskam. Village, Party Simulator, Dead of Night, viel zu viele nice Games. Viel zu viele nice Games dieses Jahr, das war so insane. Und es kommen noch viele nice angekündigte Games nächstes Jahr. Ich meine allein Elden Ring. Juhu! Ich frag mich echt, wie ich das im Editing machen soll. Naja. Hier habt ihr meine Gedanken zu diesem Jahr. Und hoffen wir, dass die Zeit nächstes Jahr eine bessere Zeit wird als dieses Jahr. Betrachten wir 2020 als eine Hoffnung, als etwas Neues, als hoffentlich irgendetwas, was uns dieses Jahr vergessen lassen wird. Es war viel zu überfüllt. Und dass wir unsere Zeit spenden, unsere Zeit damit verbringen, was uns weiterbringt, was uns erfüllt, was hoffentlich nicht so stressig ist. Und wenn Stress, dann positiver Stress. Und hoffentlich nicht so, und hoffentlich unsere Zeit nicht so sehr damit verschwenden, was wir eigentlich nicht machen wollen. Damit würde ich mich an der Stelle von euch und vom Jahr 2021 verabschieden. 2021, du warst schwierig. Du warst teilweise wirklich ein freaking Asshole, aber du warst auch teilweise echt liebenswürdig. Wir sehen uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder. Es geht weiter. Nächstes Jahr dann mit, keine Ahnung, wirklich Pläne habe ich noch nicht. Wahrscheinlich genau das, wie es dieses Jahr auch so ist. Ich mache am 1.1. keine Prediction dieses Jahr. Wahrscheinlich mache ich es nicht. Ich weiß, wie es dieses Jahr sich entwickelt hat. Also, bis dahin, habt ein schönes Silvester, habt eine schöne Zeit. Schätzt die gute Zeit, die ihr habt, wert. Ich kann es, glaube ich, mit am besten sagen nach diesem Jahr.
und Happy New Year. Auf ein gutes, auf ein besseres 2022.